Hallo Freunde, es geht wieder los. Der Albtraum geht weiter und zwar Schneechaos, die zweite. Das ist echt abartig dieses Jahr, was hier abgeht. Ich zeige euch das mal. Das ist wieder echt übel. Man sieht wieder kaum irgendwas. Also so Sichtweite von 30, 40 Metern höchstwahrscheinlich. Und echt übel. Das ist ja schon fast ein Blizzard hier. Ja, mein Sohn hat Bock auf Nuggets und da fahren wir halt noch mal schnell zum Restaurant mit dem goldenen M und holen da mal schnell was. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich euch gleich noch mal dieses endgeile Wetter hier zeigen. Ja, jetzt komm, du musst da nicht mit 30 lang fahren. Jetzt hat es ja schon fast aufgehört zu schneien. Was ist denn da jetzt los? Ja, Freunde, da will die Sonne durchkommen. Seht ihr das oben links? Seht ihr da das kleine Mini-Lichtlein? Also ich will ja nichts sagen, aber was machen Mopeds bei dem Wetter auf der Straße? Da könnte es doch echt nur kotzen. Der kann sich doch gerade noch so auf der Straße irgendwie halten. Unverantwortlich, ey. So, McDonald's angekommen, Essen bestellt, kriegen wir gleich. So, Essen haben wir. Junior ist versorgt. Ja, hört das? Na, dann lass dir schmecken. Nuggets geklaut. Oh, 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 oh. Gerutscht. Boah, und schon wieder. Ist ja wie eine Eisfläche hier unten. Ja, ist auch logisch, weil hier Schnee liegt. Hat Regie, können wir bitte traurige Musik anfangen? Danke. Boah, nee, nicht am Berg anfahren. Fahr. Oh. Und man rutscht, scheiße. Fuck, ich rutsch. Ja, und oben. Ist halt immer blöd ohne Schwung. Da verhockt man dann schnell mal. Ja, Freunde, dieses Jahr haben wir einen richtig heftigen Winter. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ihr habt ja wahrscheinlich das letzte Video gesehen. Ich verlinke es jetzt nochmal hier oben irgendwo. Und heute schon wieder 20 cm Neuschnee bis 30 cm. Und das ist schon ganz schön heftig. Selbst für unsere Verhältnisse hier. Und vor allem letztes Jahr hatten wir gar keinen Schnee. Ja, letztes Jahr hatten wir fast gar keinen. Letztes Jahr hatten wir fast gar nichts, gell? Auwi, da ist eingefallen. Wo? Da, das Haus. Seht ihr das da drüben? Wow. Kaputt. So, aktuelle Geschwindigkeit 40. Dreißig.
Ja, Leute, wenn die Straße hier nicht wäre, täte es doch ausschauen wie im Märchen, oder? Wow, 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 wow. Stopp. Hui, Puls. So, jetzt befinden wir uns gerade in Weiler im Allgäu. Fahren wir jetzt mal durch, mal gucken, wie es hier ausschaut. Ist nass. Wieder so verrückter mit dem Fahrrad. Einmal Gehweg räumen. Oh, der tut sich aber schwer. So, Freunde, jetzt fahren wir hier vorne gleich rechts und dann fahren wir mal ins Oberland hoch. Also nochmal einen ganzen Zacken nach oben. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Und ob wir da überhaupt hochkommen. Das ist die eure Frage. Ja, schauen wir mal, Spatzel, gell? Ganz hoch. Ja, hier jetzt auch, ja. Da werden wir dann eben hochkommen. Da kommen wir schon hoch. Ja, kann man dann hier leben hoch? Ja, doch bestimmt. Nein, safe nicht. Das schaffen wir. Nein. Doch. Nein. Jawohl. Nein. Klar. Nein. Obwohl. Wow. Man rutscht schon ein bisschen da. Ja, siehst du? Ja, wir dürfen nur nicht stehen bleiben, dann geht das schon. Ja, die Straßenverhältnisse ändern sich hier auch wieder ein wenig. Geht's einspurig jetzt weiter? Oh nee, nicht einspurig. Scheiße. Ich mag die nicht, wenn die mir entgegenkommen. Oh nee. Oh nee, bleib ja drüben bei dir. Oh. Komm bitte. Ihr blinkert überall. So, geschafft. Ja, geht noch ein Stückchen hoch. Aber schaut's mal, da geht's ganz schön runter, ne? Schlittenfahren. Aber das macht schon voll Laune bei solchen Straßenverhältnissen Autofahren, das macht Bock. Das macht Laune. Ah, guck, hier ist wieder ganze Straße geräumt. Mal Bremstest machen? Nein. Doch. Alter. Na ja, geht doch noch, oder? Was meint ihr? Immer schön schieben. Hast du Angst? Nee? Vertraust dem Papa, gell? Guckt mal, Leute, hier drüben, wie hoch hier der Schnee noch liegt. Das ist übel. Die Straßenverhältnisse hier, die darf man gerade nicht unterschätzen. Das ist stellenweise eine pure Eisschicht, weil der Schnee schon so verdichtet und platt gefahren wurde hier. Das ist echt krass, stellenweise. Das kommt im Video nur nicht so rüber.
schade, dass es jetzt aufgehört hat mit Schneien. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte jetzt voll Bock gehabt, hier in so einem Schneesturm Auto zu fahren. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Ja, Wahnsinn. Hier wird es ja immer enger. Vor allem, bis hier rum werden wir da hochkommen. Oh, das werden wir sehen. Also hier sind es schon fast 2 Meter Schnee hier an der rechten Seite. Ja, das ist größer als ich fast. Ja, und höher auch wie das Auto. Also höher ist es noch nicht wie das Auto. Ah, hier blinkert es wieder. Wo ist hier nichts? Ich meine am Armaturenbrett. Ah, hier ist ja noch besser geräumt. Wow, 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 wow. So Freunde, ich hoffe, das kleine Schneeabenteuer hat euch hier mal gefallen. Ich habe mir einfach gedacht, ich zeige euch das jetzt einfach nochmal, weil es vorhin so wirklich brutal nochmal geschneit hat, dass es so schnell aufgehört hat. Das konnte ich ja auch nicht ahnen. Hat mich jetzt selber ein bisschen geärgert. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann im nächsten Video. Mal gucken, was mir noch so einfällt für Blödsinn. Von dem her, ciao, ciao, bis nächstes Mal.